Also mein Name ist Holger Fröhlich. Ich bin seit Anfang 2011 bei der SVA für den Hersteller Hitachi verantwortlich, bin Produktmanager und bin deutschlandweit übergreifend für den Geschäftsbereich zuständig. Das heißt also Unterstützung unserer Vertriebskollegen, Unterstützung unserer technischen Kollegen, aber auch in einzelnen dedizierten Kundenprojekten bin ich aktiv und probiere da zu helfen. Also ist genau der Knackpunkt, die Datenmengen in den letzten Jahren und auch für die nahe Zukunft ist es ja abzusehen, dass es so bleibt, die wachsen immer weiter. Gerade auch die unstrukturierten Daten wachsen immer weiter, was die Kapazitäten betrifft. Das heißt, man kann auf klassischen Systemen solche Daten dann gar nicht mehr ablegen. Entweder aus technischen Gründen oder auch einfach aus Preisgründen, weil es einfach zu teuer wird. Und da müssen halt neue Lösungsansätze her und da bieten sich eben Objektspeichersysteme an. Und die können diese großen Datenmengen bewältigen, können sie durchsuchbar machen und können auch für darauf aufsetzende Lösungen, Applikationen eine Plattform bilden, um diesen höherwertigen Anwendungen dann im Grunde die Daten zur Verfügung zu stellen und auch Mehrwerte schon zu bieten. Gartner hat im Jahr 2016 eine Studie gemacht von, ich glaube, 12 verschiedenen Objektspeichersystemen. Da hat die HCP sehr gut abgeschnitten, gerade in den Bereichen Backup, Interoperabilität und Effizienz haben sie den ersten Platz belegt. Interoperabilität deshalb, weil es sehr vielfältige Methoden gibt, Daten in die HCP zu schreiben. Das heißt, es gibt eine S3-Schnittstelle, die zur Verfügung gestellt wird. Also jede Applikation, die irgendwie S3 spricht, kann mit der HCP kommunizieren und Daten ablegen. Es gibt eine API, die offengelegt ist. Es gibt eine Liste von ungefähr 160 Anwendungen, die zertifiziert sind für die HCP. Und es gibt natürlich auch die klassischen Methoden, über ein Gateway, CIFS, NFS, Daten in die HCP zu speichern. Was die Vorteile betrifft beim Backup, ist es so, dass das Konzept der HCP vorsieht, dass die Daten gegen physikalische und gegen logische Korruption geschützt sind und man die Daten aus diesem Grund nicht mehr extra sichern muss. Und insofern muss man sich nicht mehr über zu kurze Backup-Fenster Gedanken machen und kann halt einfach die Daten auf der HCP ablegen und muss sich danach nicht mehr weiter um Sicherung kümmern. Die drei Komponenten sind modular, wobei die HCP im Grunde die Basis darstellt. Die HCP ist das Objektspeichersystem, auf dem die Daten gespeichert werden. Und die HDI und die HCP Anywhere sind Anwendungen, die darauf basieren. Das heißt, die HDI ist im Grunde ein File-Gateway, ein File-Cache, um beispielsweise Außenstellen anzubinden, die ihre Daten in die HCP speichern wollen, per CIFS und NFS. Die HCP Anywhere ist eine Anwendung, um die Daten zu teilen miteinander, um auf verschiedenen Geräten die Daten synchron zu halten, um Kollaboration zu ermöglichen. Und neben diesen beiden Anwendungen gibt es halt noch hunderte andere Anwendungen, die mit der HCP arbeiten können. Also es ist ein modulares Ökosystem.